Nehmen wir an, du bist ich. Schlussfolgerung, dann wäre ich du. Oder auch nicht. Aber nehmen wir an, du, ich, du, ergo, du siehst aus wie ich. Oder hast du nur meinen Kopf? Also nicht meinen Kopf, sondern das, was drinnen ist. Also du hast mein Ich. Wenn man das haben kann, ein Ich, das kann man ja nicht anfassen. Also weil, wenn ich das Ich bin, dann kann ich das Ich ja nicht haben. Weil ich es ja bin, die es hat. Ich kann ja nicht sein, was ich hab. Ich kann mich ja nicht haben, weil ich bin ja nicht zwei. Oder? Aber manchmal fühlt es sich so an, als wäre das Ich im Kopf, bei mir, im Gehirn. Also das, was ich denke. Also das, was von innen nach außen kommt. Es ist ja nicht so, wie ich finde, dass es ist, ohne dass ich da bin. Die Dinge sind ja nur so, wie sie sind, wenn ich da bin. Für mich oder durch mich. Also meine Sicht der Dinge existiert nur mit mir. Also meine Welt existiert nur in mir, für mich, durch mich, mit mir. Also kommt mein Außen von innen her. Ich habe den Faden verloren. Also was wäre, wenn du ich bist und ich du? Aber wo ist dann eigentlich die Grenze zwischen dir und mir? Wenn das mit dir und mir genauso ist wie mit dem Innen und dem Außen. Weil du bist ja nur durch mich. Also für mich. Weil
du bist ein anderes Ich für mich als zum Beispiel für dich. Also wenn du nun ich wärst, dann wäre ich ja eigentlich meine Version von dir und damit auch wieder ich. Gibt's dich dann ohne mich und umgekehrt? Deine Sicht auf mich macht mich zum Ich und dich zum Du? Oder? Also kann ich nicht sein, ohne dass du ein Teil von mir bist? Du bist ja schon alleine dadurch, dass du da bist in mir, also Teil von mir, weil ich dich sehe und verstehe, dass ich dich sehe. Und damit bist du in meinem Kopf, in meinen Gedanken. Du machst was mit mir. Das heißt, ich bin durch dich ein Ich. Muss ich dann durch dich durch? Also in dich rein und aus dir raus? Von mir weg? Durch dich durch zu mir? Gibt's das überhaupt? Also wenn ich immer schon Teil von dir und du Teil von mir bist und das Innen das Außen macht und umgekehrt, gibt's dann ein Ich, das ganz ohne du überhaupt sein kann? Oder bin ich viele? Und wie lerne ich die alle kennen? Hallo ich! Ich bin ich. Und du auch? Ah, schön dich kennenzulernen. Ich bin ich. Und du? Ah, auch ich. Spannend. Ich und ich und ich. Das ist ich. Schön, dass ihr alle da seid.